Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, und oben auf der Bühne möchte ich besonders meine Schülerpraktikantin aus Frankfurt, Rostar, begrüßen. Liebe Rostar, danke, dass du mich 3 Wochen so toll begleitet hast. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Wochenende saß ich beim Neujahrsempfang eines Vereins mit Mitarbeitern von VW zusammen. Diese berichteten mir, dass sie froh sind, dass sich die Aufregung um die Abgasmanipulation sich so langsam legt. Viele der Beschäftigten hätten sich geschämt, dass ihr Unternehmen an so etwas Miesen beteiligt ist. Einen Tag später kommt raus, dass VW neben Daimler und BMW an den sehr schäbigen Abgastests an Affen und sowohl auch an Menschen beteiligt war. Die Belegschaft an der Basis von den Automobilunternehmen muss jetzt wieder das ausbaden, wo die Konzernspitze für verantwortlich ist. Ihnen an der Basis, liebe Kolleginnen und Kollegen von VW, gilt meine volle Solidarität. Warum wurde eine Studie in Auftrag gegeben, die gut 600.000 Euro gekostet hat? Nach der Meinung von Experten steht sie angeblich im Zusammenhang mit einer Veröffentlichung der Weltgesundheitsorganisation, die Dieselabgase als krebserregend eingestuft hatte. Da wollten die Automobilunternehmen wohl eine Studie, die etwas anderes beweist. Da sie diese nicht im eigenen Namen beauftragen konnten, nutzten sie dazu ein Lobbybündnis. Aber dummerweise entsprachen die Ergebnisse nicht den Vorstellungen von VW. Denn auch beim modernen Dieselfahrzeug stellten die Forscher kritische Effekte fest, als sie später den Affen Blutabnahmen und Lungenabstriche machen. Es kam zu erhöhten Entzündungswerten und zu Reizungen. Zufälligerweise wurden dann die Untersuchungsergebnisse nicht veröffentlicht. Die Aussage vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil, ich zitiere, 10 Affen stundenlang mutwillig Autoabgase einatmen zu lassen, um zu beweisen, dass die Schadstoffbelastung angeblich abgenommen hat, ist widerlich und absurd. Hat meine volle Unterstützung. Wir alle wissen, wie gefährlich Stickoxide sind, die in großer Menge durch Dieselfahrzeuge emittiert werden. Laut einer Studie des Fachmagazins Nature gab es im Jahr 2015 107 frühzeitige Todesfälle aufgrund von Dieselstickoxid-Emissionen. 107.000 Menschen, 107.000 Schicksale und all deren Angehörige. Diese Zahlen zeigen, wir müssen dringend handeln, um die Luftqualität durch den Autoverkehr zu verbessern. Ich versuche, mit gutem Beispiel voranzugehen. Mehr als 90% meiner Fahrten in Frankfurt erledige ich elektromobil, seit 9 Jahren schon mit einem Elektroroller und seit 5 Jahren mit meinem kleinen Twizy. Beim sogenannten Dieselgipfel im August 2017 sagten die deutschen Hersteller großzügigerweise zu, 5 Millionen Fahrzeuge mit einem Software-Update auszustatten. Eine technische Nachrüstung, insbesondere auch die Kostenübernahme dafür, wurde von den Unternehmen abgelehnt. Vom damaligen Verkehrsminister und jetzigen CSU-Fraktionsvorsitzenden Herrn Dobrindt wurde dies leider auch so akzeptiert. Mit Ärger erinnere ich mich auch noch an die Aussage von VW-Chef Müller. Ich möchte meine Ingenieure zukunftsorientiert arbeiten und kümmerte sich nicht um die manipulierten Autos aus der Vergangenheit. Auch das ist schäbig, Herr Müller. Herr Dobrindt ist leider nicht da, aber ich sage es trotzdem. Herr Dobrindt, auf Ihre heftigen Attacken auf die SPD bezüglich unserer Forderung für einen besseren Familiennachzug hätten wir wirklich gut verzichten können. Herr Dobrindt, solche Aussagen hätte ich mir gegenüber der Automobilindustrie mit der Forderung gewünscht, nicht nur die Kosten des Software-Updates zu übernehmen, sondern auch die Kosten der technischen Nachrüstung. Ich bin sehr dankbar, dass unsere Bundesumweltministerin Barbara Hendricks diese Kostenübernahme gefordert hat. Bisher argumentierten viele, Nachrüstung sei nicht machbar. Nun spricht sich aber ein Gutachten der TU München, das im Auftrag der Bundesregierung erstellt worden, für die sogenannte Nachrüstung, sogenannte CSR-Katalysatoren aus. Eine Softwareoptimierung bringt etwa 25% Reduzierung. Eine technische Nachrüstung bringt dagegen eine Reduzierung von der giftigen Stickoxide um 90%. Autos mit dieser Technik könnten auch von drohenden Fahrverboten in deutschen Städten ausgenommen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Nachrüstung der Fahrzeuge kostet etwa 1.300 Euro. Alleine die Kosten der empörenden Studie, über die wir heute diskutieren, hätten fast 500 Autos umgerüstet werden können. In den USA muss VW viele Milliarden Euro an Strafe für die Manipulationen bezahlen. Was muss VW und die anderen Unternehmen hier bezahlen? Warum lassen wir bisher unsere Bürgerinnen und Bürger im Stich, denen manipulierte Autos verkauft wurden? Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns die Automobilindustrie dazu verpflichten, die Kosten für die technische Nachrüstung solcher Fahrzeuge zu bezahlen. Das wäre doch ein schönes Signal an die Bürgerinnen und Bürger. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Das Wort hat der Abgeordnete Marc Bernhard für die AfD-Fraktion.